So, hey Leute und herzlich willkommen zu Tag 99. 99 Tage ist es her, wo 1. April war und wir eine wunderbare Idee hatten. Ja, wir wollten in 100 Tagen auf Rathaus 10 rushen und dabei noch die Champions League erreichen. Ja, viel ist geschehen in dieser Zeit, aber schlussendlich eben natürlich, ich war sehr oft inaktiv und so mit diesem Account. Trotzdem, wir haben es auf Rathaus 10 hier geschafft. Und Champion haben wir noch, ich habe nochmal nachgeschaut, um 15 Uhr. Am 1. April 15 Uhr habe ich gestartet. Das heißt, ich habe noch etwa 25 Stunden dafür Zeit. Wird relativ viel gefarmt. Hier habe ich noch einen Screenshot, wo ich begonnen habe heute. Ja, da war ich etwa 200 Trophäen weiter unten. Und ja, lief eigentlich relativ gut. Erst kürzlich gerade Rathaus 10 geworden, vor etwa einer Stunde. Und ja, bauen wir doch mal diese Gebäude. So. Und ja, heute will ich einfach immer wieder ein bisschen weiterfahren, euch immer auf dem Laufenden halten, werde viele oft aufnehmen, so sagen wir. Und, oh, hier noch. Und ja, Rathaus 10 haben wir erreicht, sicher ein großer Schritt. Und ja, Queen, endlich 40k, die wird sicher auch noch helfen zu farmen. Wunderbar. Und ja, ich will euch zeigen, was heute schon ein bisschen geschehen ist. Es lief relativ gut bis zu, sagen wir, einer Zeit. Das war einfach eine Katastrophe. Zuerst, das steht sicher nicht mehr in meinem Angriffslog, aber zuerst habe ich gerade zwei Angriffe hintereinander, bin ich eben zum Teil noch auf 50% gegangen. Gerade zwei hintereinander einfach verloren. Mega frustrierend. Hat mir gerade, also 47 und 48% hatte ich da. Aber mir das auch gerade. Das konnte ich schon vorher, ich weiß. Ja, 47 und 48%, so ganz knapp. Und wäre der König vielleicht Level 3 gewesen, hätte schon gereicht, irgendwie so. Aber so ganz knapp, so mega ärgerlich. Was können wir denn sonst noch bauen? Ja, Inferno-Türme werden wir demnächst auch mal bauen. Ja, dann hatte ich kein Akku mehr auf meinem Handy. Ging ich aus Clash raus, weil Clash immer so viel Akku kostet. Weil ich etwa wirklich 2 Minuten offline. Und ja, hier mein Angriffslog vor 50 Minuten. Ja. In letzter Zeit, so in den letzten 15 Minuten, da habe ich jetzt aufgehört, weil ich mich jetzt vorbereitet habe, ging es krass vorwärts, so wirklich in der 10 Minuten ganze, ja, 5 Angriffe und das nicht so oft. Und ja, ich wurde einfach so kurz angegriffen, so innerhalb den 2 Minuten, wo ich off war, so ärgerlich. Und natürlich, erstens mal, ja, können wir ein bisschen schneller machen, haben jetzt nicht allzu viel Zeit. Erstens mal hat er mehr als 50% geschafft, also 2 Sterne. Zweitens mal, also er hat den Poison Spell versaut, aber trotzdem sind meine Mages dann down gegangen. Das auch noch ärgerlich. Und das dritte, ich hatte etwa 38.000 Daily und mega hart zu farmen, einfach weil man ja pushen muss. Das heißt, sicher einen Stern machen muss und deshalb kommt man fast nicht zum Farmen. Das heißt, der Typ hat mir einfach noch 2000 Deli gestohlen. Unfair. Naja. Und 21 Trophäen verloren. Gerade dort, wo ich zusätzlich noch 2 Angriffe verloren habe. Also ich habe in der kürzester Zeit mehr als 60 Trophäen verloren. Ultra ärgerlich. Aber die längstens wieder aufgeholt. Und ja, das ist das erste kurze Update. Ich bin das Gold, was ich hier halte, mache ich größten Teil in Mauern. Oh, Mauern können wir doch noch machen. Oder? Mauern? Was? Ging keine Mauern mehr, Rathaus 10? Das wusste ich gar nicht. Ach, krass. Nee,
Kann das sein? Das muss ich nochmal überprüfen, aber das wusste ich gar nicht, wenn das so wäre. Wie auch immer, machen wir noch einige Mauern und dann würde ich sagen, cutte ich und ja, wir sehen uns ein bisschen später am Tag. Mal schauen, was ich noch alles gebacken kriege. Ja, Ziel ist, also ich muss sicher, ja, ich meine, morgen habe ich nicht allzu viel Zeit. Ich muss noch, ja, hab anderes eigentlich zu tun. RL Stuff. Zum Glück habe ich Ferien, aber trotzdem hab dennoch Sachen zu tun. Ich habe mir, kann ich auch noch kurz zeigen, hier so eine Base gemacht, damit wir, oh, nein, 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 nein. Damit wir dann mal schauen können. Oh, jetzt habe ich wieder ganz viele neue Sachen. Muss ich noch ein bisschen mehr zusammenrücken. Ich habe es mit der Rathaus 8 gemacht. Ja, da können wir so ein bisschen schauen, wo wir stehen und so weiter. Alle Gebäude so schön zusammen. Und ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns. Ja, Leute. Ich kann es erklären. Ich kann es erklären. Weshalb gestern kein Video? Weshalb dieses Video nicht schon gestern? Ja, ganz einfach. Heute haben wir den 10. 9. kam kein Video. Weil nicht meine Schuld. Also so um 18 Uhr zum Beispiel ungefähr wollte ich natürlich ja das Video hochladen. Kam ein Anruf. Skype-Anruf von Puzzle Gaming. Ja gut, dann nehme ich natürlich ab. Wir kamen auf die wunderbare, im Nachhinein schlechte Idee, uns Rocket League zu kaufen. Ja, haben wir gekauft und dann natürlich voll durchgezockt. Bis 1 Uhr nachts und dann, ja, war es ein bisschen spät für ein Video. Ja, also nicht meine Schuld, sondern Rocket League Schuld und Puzzle Gaming. Ja, sein Link ist in der Beschreibung. Nee, nee, jetzt im Ernst. Echt, sorry. Tut mir leid, wir haben da wirklich den ganzen Abend durchgezockt. Wirklich, das Rocket League, vielleicht kennt ihr es schon, hat irgendwie den übelsten Hype. Gerade und, naja, ja, jetzt kommt dieses Video verspätet. Ich habe noch ungefähr, ja, etwa 4 Stunden Zeit, für auf Champion zu kommen. Das ist unmöglich. Und deshalb will ich nur eben den Teil, den ich gestern aufgenommen habe, und jetzt diesen Teil einfach noch kurz hochladen als erstes Video von heute. Dann würde ich einfach kurz sagen, eben schreibt irgendwie eine Bestrafung, so eine kleine Bestrafung in die Kommis und ja, ich suche mir eine aus. Denn ja, mein Ziel war jeden Tag ein Video hochzuladen in der Juli-Challenge. Habe ich nicht geschafft. Ich werde trotzdem heute, eben 10., werde ich 2 Videos hochladen. Aber ich werde eben sicher mal so dieses RH10 Rush gezeugt und dann eben zweitens muss ich noch, ich schaffe es nicht mehr auf Champion in bis zum 10. in diesen 100 Tagen. Wir haben Rathaus 10 geschafft, aber eben leider nicht ganz Champion. Da könnt ihr auch sagen, soll ich eben entweder jetzt einfach ein bisschen später, einfach jetzt immer noch ein bisschen pushen, bis ich ihn irgendwann geschafft habe auf Champion. Eben für möglichst schnell halt. Noch, dass ich vielleicht 2 Tage so Verzögerung habe. Und dann einfach das Schlussvideo kommt. Ja, und oder soll ich, ja, nee, ich glaube, das mache ich so. Und dann kann ich wirklich, ja. Und irgendwie, irgendeine Bestrafung muss geben. Und eben, was sollen wir mit diesem Markt in Zukunft machen, könnt ihr auch schreiben. Und ja, ich habe nicht mehr allzu groß angegriffen. Eben dort nach dem Video habe ich, glaube, ja, noch ein bisschen gepusht. Ich war da, glaube, etwa bei 23,60. Jetzt habe ich, glaube, wieder ein paar Trophäen verloren in Verteidigung. Ja, 6 und 8, naja, geht. Aber eben viel höher war ich nicht. Ich war, glaube, auf 47, ja, genau. Also, naja. Eben mit diesen Truppen, schaut euch diese Truppen an. Mit diesen, ja, kann man fast nur Rathäuser snipen oder manchmal auf 50% gehen. Mal schauen, was habe ich denn so gemacht? Ja, 16, 17, 2%, 6%. 8%, ja, hier bin ich immer nur auf die Rathäuser gegangen. Und müsst schauen, hier zum Teil muss ich wirklich 20 Minuten suchen, hier nur 1 Minute zwischen den Angriffen. Wir können hier mal reinschauen, eben diese 16, 17% heißt meistens relativ eng oder so voll Max Base.
hier Rathaus draußen, meistens eben so getrappt, es ist offen noch relativ gefährlich, weil ich habe nicht immer volle Truppen dabei. Ausnahmsweise mal schon. Und da versuche ich einfach möglichst viel zu setzen, keine Scheu auf Kosten, weil Hauptsache einfach keine Trophäen verlieren, weil es sind halt trotzdem immer meistens so 20 oder 30. Königin, König, Halsbär, alles gesetzt. Einfach irgendwie down gehen, schauen, dass keine Riesenbombe hier ist. Und ja, gut, hier ging es doch relativ gut. Es gab auch schon schlimmere. Was haben wir denn? Das allerletzte, den letzten Snipe, mal schauen, wie der war. Oh ja. Hier, das ist auch mega gefährlich wegen der Clanburg dann und der Königin, die hier hinten ist. Und halt ultra getrappt mit halt den X-Bögen, Kanonen, Bogies, alles einfach voll aufs Rathaus. Einfach Rage-Spell, Mauerbrecher, Königin, einfach alles voll. Königin stirbt so instant und ja, irgendwie dann doch noch geschafft. Also einfach eben das so ziemlich das Ziel. Es gab aber, glaube ich, auch einfache. Ich will euch diese einfach kurz zeigen, wie es so läuft. Aber wirklich sind praktisch alle getrappt. Was haben wir hier? Wieder so eine fast Max-Base. Wo ist das? Oh, der war so, sogar mal Top-Typ. Eben der hat es so ganz draußen gelassen. Das ist immer das Angenehme. Aber ja, was haben wir denn sonst noch? Das letzte Replay, 6%. Dann muss ich glaube auch wieder. Ja, hier. Das scheint nicht so gefährlich zu sein. Aber es täuscht noch. Und mal schauen. Hier habe ich glaube auch wieder viel zu viel gesetzt. Einfach wichtig, dass ich. Oh, ich hatte nicht mal Mauerbrecher dabei. Oh, das ist kritisch. Dann natürlich. Eben gern habe ich die Mauerbrecher dabei. Hier ein bisschen die Zeiten geclearet. Also ich erzähle es so, als wäre es so Ewigkeiten gewesen, wo ich das gemacht habe. Nee, ich habe es einfach gestern. Ja gut, war jetzt nicht so ultra hart. Aber eben, so sieht es aus, als wirklich alle etwa getrappt, immer ein bisschen Risiko dabei. Und es gibt auch solche, die ich einfach nicht angegriffen habe, wo man vielleicht angreifen hätte können, aber ich es dann einfach nicht gewagt habe. Ja, etwa so sieht es aus, dann muss ich mich noch entschuldigen. Erstmal für ein Fail, wir sind bei Tag 100 und haben es nicht geschafft. Ich werde definitiv noch ultra pushen. Heute, vielleicht schaffe ich es. Nee, ich schaffe das nicht mehr. Also, nee. Ich meine, es sind doch nochmal 800 Trophäen und sagen wir stündlich jetzt noch etwa 100 Trophäen hoch. Das wären nur mal 8 Stunden Farmen. Ununterbrochen suchen. Und ja, nee. 8 Stunden von jetzt, das wäre 19 Uhr und ich habe keine Lust. Nee. Und später geht. Nee, kann man vergessen. Naja, ja, tut mir leid und auch das Video von vorgestern mit dem Erdbebenspell, das Video hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich muss es einfach noch hochbringen. Qualität wird besser, ich verspreche es. Und ja, dann sehen wir uns heute beim zweiten Video. Ciao, Leute.